Unser Lokalheld Murat Saglam vom VfL Wolfsburg war mal wieder mit der türkischen U19-Nationalmannschaft unterwegs. Dieses Mal ging es nach Portugal zur EM-Qualifikation. Die Gegner hießen dabei Polen, Kroatien und Portugal. Seit Ende letzter Woche ist Murat wieder zurück in Deutschland und hat sich mit uns getroffen, um über die leider nicht ganz so erfolgreiche Portugal-Reise zu sprechen. Hi Leute und hallo aus Wolfsburg. Ich bin heute zu Besuch bei Murat Saglam. Murat, grüße dich. Hallo Toni. Wie geht's dir? Alles klar? Ja, bestens. Und dir? Ja. Alles gut soweit. Murat, du bist jetzt seit ein paar Tagen wieder in Deutschland. Du warst unterwegs mit der Nationalmannschaft. Ja. EM-Quali. Wie war das Ganze? Ihr habt es ja nicht geschafft leider. Ein paar Worte von dir dazu, wie es dort gewesen ist. Also das erste Spiel hatten wir ja gegen Polen. Und ja, wir dachten halt, das wäre die schwächste Mannschaft der Gruppe so. Und haben dann halt 1-0 verloren direkt. Kein guter Start ins Turnier so. Und dann habe ich noch eine gelbe Karte bekommen, war für das zweite Spiel gesperrt. Und also weil ich ja davor in Ukraine, wo die erste Runde war, schon eine gelbe Karte bekommen und bei zwei ist man ja gesperrt. Und dann war ich im zweiten Spiel gesperrt gegen Portugal, haben wir aber 2-1 gewonnen. Also war größtenteils 99er hier bei Portugal gewesen. Mhm. Und ja, dann war es halt so wie im Finale gegen Kroatien, drittes Spiel, so letztes Spiel, das waren auch drei Spiele nacheinander, immer, also so zwei Tage oder drei Tage nur Pause. Und ja, gegen Kroatien, in der 20. Minute haben die erstmal eine rote Karte bekommen. Okay. Dachten wir uns, ja okay, kommen wir jetzt so durch. Haben 70 Minuten lang halt in Überzahl gespielt, aber kein Tor geschossen. Ja. Da habe ich auch wieder 90 Minuten gespielt. Also die Spiele, wo ich gespielt habe, habe ich durchgespielt. Ja, ja, war schade halt, ne? Ja, bist du denn sehr enttäuscht, dass es nicht gereicht hat? Am Anfang schon, also da war ich schon sehr enttäuscht, aber jetzt so im Nachhinein, also passiert. Portugal war jetzt auch keine schlechte Mannschaft, die haben sich das auch verdient, aber wir hätten es auch schaffen können. Vielleicht erzählst du mir so ein bisschen vom Drumherum, was waren so denn Erlebnisse von der Reise, die jetzt nicht unbedingt auf dem Platz passiert sind, sondern so neben dem Stadion, neben dem Platz. Woran erinnerst du dich da gerne? Also positiv erinnere ich mich daran, dass wir viel Freizeit hatten. So, wir konnten zum Strand und sowas. Aber negativ war, dass ich am letzten Tag, also wo ich fliegen sollte, ist erstmal mein Flug ausgefallen. Okay. Dann bin ich fast 4 Stunden später erst in Hamburg gelandet, weil ich ja in Hamburg zu meinem Berater musste. Deshalb, ja. War das denn dort alles in einer Stadt oder musstet ihr da reisen oder wie ist das abgelaufen? Nee, also als wir gelandet sind, sind wir nochmal 4 Stunden nach Porto gefahren. Okay. Und nachdem wir in Porto waren, sind wir halt nur zum Stadion, halt immer eine Stunde oder Stunde 15 gefahren zu den Spielen, ja. Okay, wie geht's jetzt weiter mit der Nationalmannschaft? Was sind da jetzt für weitere Aktionen? Was geht da ab? Also U19 nichts mehr und bei der Türkei gibt es ja keine U20. Mhm. Es geht direkt in die U21 und ich hoffe, dass ich dabei bin. Ich glaube, meine Karten stehen gut. Gucken wir mal. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Du wartest jetzt da einfach ab und dann wirst du angerufen oder was geht da jetzt im Hintergrund ab? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, also man kommt ja zu den Lehrgängen immer, man kriegt eine Einladung zu den Lehrgängen und diesmal ist es halt ein bisschen schwerer, weil 95er, 96er, 97er und 98er Jahrgang ist alles zusammen in der U21. Ah, okay. Dann muss man sich halt umso mehr, also ich muss umso mehr an mir arbeiten, damit ich es da reinschaffe, aber ich denke, dass ich schaffen werde, weil ich bin da, was das betrifft, selbstbewusst. So. Ja. Läuft, sehr gut. Cool, Murat, dann vielen Dank an dieser Stelle, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wir bleiben eh in Kontakt, ja? Sowieso. Und ich danke dir, dass du hier warst. Ja. Freut mich. Sehr gerne. Alles klar.